Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um das leicht angedeutete Karriereende von Farid Bang. Vor einigen Monaten wurde bereits angekündigt, dass die große JBG-Ära endgültig vorbei ist. Am 1. September diesen Jahres treten dann Boss und Banger ein letztes Mal gemeinsam auf. Im Palladium in Köln, das Platz für 5000 Fans bietet und in den letzten Jahren immer wieder Schauplatz besonderer Auftritte gewesen ist, beenden die Düsseldorfer ihre Zusammenarbeit als JBG-Team. Nun erklärt Farid Bang, dass das Ende von JBG auch das Ende seiner Solokarriere bedeutet. Zwar steht der 32-Jährige weiterhin für einzelne Songs, Thementracks oder Features zur Verfügung, jedoch hat er keine Idee mehr, wie er seine bisherigen Projekte noch toppen kann. Auf Facebook gab der Banger preis, dass er sich ab sofort auf die Signings seiner Labels Banger Musik und Hellal Money konzentrieren will. Wenngleich der Banger sich damit zwar zu einem großen Teil zurückzieht, bedeutet dies jedoch nicht das Ende seiner Karriere als Rapper. So schrieb er auf Facebook, dass er jederzeit als Feature für die kommenden Kollega-Projekte zur Verfügung steht. Auch über seine neue Zusammenarbeit mit Haftbefehl, den er erst kürzlich traf, würde er sich freuen. Selbst mit Samy Deluxe würde er noch einen Track aufnehmen, wenn das Thema stimmen würde. Auf Disses gegen andere Rapper hat er hingegen gar keine Lust mehr. Wenn überhaupt noch jemanden disst, dann Leute wie die Geissens, so die Aussage des Düsseldorfers. Was meint ihr dazu und wie fandet ihr Platin war gestern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.